So, die Pflanze sieht schon ziemlich tot aus. Lass mal einfach mal ein bisschen Wasser drauf laufen. Also, macht keinen Sinn, ne? Wenn man sich das so anschaut, die Pflanze ist schon tot. Und all das Wasser, was ich jetzt da habe reinlaufen lassen, ist verschwendet. So, warum mache ich das? Und worum geht es darum in diesem Video? So, Christoph Pütz hier mit einem neuen Video aus Vista, Kalifornien. Und zwar heute ist das Video mal über das Thema Wasser im Südwesten der USA. Und warum ich eigentlich fast sagen will, wenn ihr in die USA auswandert, wandert nicht in den Südwesten der USA aus. Der Südwesten der USA ist in keiner guten Position von den Wasserrechten her und vom Wasserverbrauch und von wie viel Wasser noch vorhanden ist. So, mag ich mal ein bisschen Schwarzmalerei spielen hier. Wer nach Las Vegas zieht und sich da ein Haus kaufen will, sollte sich schon genau überlegen, was passiert, wenn der Lake Powell und der Lake Mead nicht mehr genügend Wasser tragen und der Colorado River nicht mehr genügend Wasser bringen kann, dass zum Beispiel der Hoover-Staudamm plötzlich nicht mehr genügend Wasser vom Lake Mead bekommt, um Elektrizität zu produzieren. Und naja, das Kraftwerk am Hoover-Damm, das bringt natürlich Strom in die Großstadt Las Vegas, und wenn das plötzlich wegfällt, kann man sich ja vorstellen, was da passiert. Also, die Situation im Südwesten der USA ist ziemlich ätzend bezüglich Wasser, Wasserverbrauch und natürlich mit der weltweiten Klimakrise, Global Warming, sind da sicherlich auch keine Verbesserungen in Kürze oder in kürzerer Zeit in Sicht. Also, das ist das Thema vom heutigen Video. So, wenn ich mich heute hier in Kalifornien umschaue oder auch wenn ich in Arizona bin oder Las Vegas, Nevada im Generellen, Colorado, Utah, es gibt überall wunderschöne grüne Wiesen, die regelmäßig gewässert werden. Selbst in der Wüste, die Golfplätze sind perfekt grün, und da macht es natürlich dann auch Spaß, wenn man sich so die Wüstengegend entsprechend anschaut und dann plötzlich das lasche grüne Golffeld da so sieht oder die Grünanlagen mit Springbrunnen und so. Das ist natürlich schon klasse. Das sieht schön aus, muss man ehrlich zugeben, bin ich auch begeistert von, gefällt mir auch sehr. Wenn man sich aber dann überlegt, was das eigentlich heißt, wie viel Wasser muss dafür verbraucht werden, dann ist das schon eine ganz andere Situation. Dann überlegt man sich ja doch, warum muss hier ein Springbrunnen laufen und warum müssen so viele Golfplätze in der Wüste gebaut werden? Und das soll jetzt nicht eine Diskussion sein darüber, warum die Golfplätze da gebaut werden. Es geht einfach nur darum, dass ich euch mal hier im heutigen Thema mit dem Thema Wasser beschäftige. So, es gibt 7 Anrainerstaaten des Colorado Rivers, und die haben alle einen gewissen Anspruch auf Wasser von diesem Fluss. Das ist also Colorado, das ist Arizona, das ist New Mexico, das ist Utah, das ist Nevada, das ist Kalifornien. Und naja, es läppert sich alles so zusammen. Wyoming gehört auch noch dazu. Ich habe eben gesagt 7, das waren es glaube ich nur 6. Also Wyoming gehört auch noch dazu. Und naja, diese 7 Anrainerstaaten können sich nicht einigen darauf, welches denn die besten Maßnahmen sind, die man ergreifen muss, um den Fluss zu retten, um die Stauseen zu retten und um wirklich, sage ich mal, die Zukunft des Südwestens zu retten. Weil ich sag mal, wenn da nicht irgendwie was Gravierendes passiert, es geht nicht nur um Wasser sparen, sondern Wasser muss auch irgendwo herkommen. Wenn es jetzt in den Bergen nicht mehr richtig schneit und nicht mehr so viel regnet, kommt einfach nicht mehr genug Wasser nach. Also das Sparen ist zwar schön und gut, aber im Endeffekt muss man sich ja doch überlegen, wo kann man mehr Wasser herbekommen. So, Las Vegas, Phoenix, Südkalifornien sowieso, San Diego, Los Angeles. Diese Städte sind seit Jahrzehnten immer nur am Wachsen. Und natürlich verbraucht man dann auch entsprechend mehr Wasser. So, und das einfach, das Wachstum, das ist kaum zu stoppen im Moment. Und entsprechend wird auch mehr Wasser verbraucht. Selbst wenn dann wirklich Wassersparmaßnahmen gemacht werden, dass zum Beispiel Gärten nicht mehr mit richtigem Gras bepflanzt werden dürfen, sondern dass Gärten im sogenannten Xeriscaping gemacht werden müssen, wo also eigentlich nur Steine sind, Turf und Wüstenpflanzen, wo vielleicht auch teilweise dann schon Pools nicht mehr genehmigt werden. Das ist zwar ein guter Schritt, aber es reicht nicht aus, um mit dem Wachstum entsprechend dann den Verbrauch unter Kontrolle zu halten. Das Wachstum ist ein riesiges Problem in Bezug auf die vorhandenen Wassermassen, die noch benutzt werden können. So, ich sagte eben schon, es gibt 7 Anrainerstaaten, und da gibt es dann 4, die in dieselbe Richtung ziehen, und dann gibt es 3, die in die komplett andere Richtung ziehen. Also die 3, die in eine komplett andere Richtung ziehen und die wirklich, sag ich mal so, Global Warming, was ist das? Das gibt's doch gar nicht. Die Sonne ist immer schon so heiß gewesen. So, diese 3 Staaten, das sind Wyoming, Utah und Arizona.
So, und das hat dann wirklich solche Schwierigkeiten mit sich gebracht, dass sich diese 7 Staaten nicht darauf einigen können, was kann man denn machen, um halt A, die Stauseen weiter unten zu retten und insgesamt wirklich auch zukunftsträchtig das Ganze nicht nur auf 5 oder 10 Jahre, sondern auf 20, 30, 50 Jahre und länger entsprechend abzusichern. Also das ist sicherlich einiges notwendig vom Wasserverbrauch her. Man muss sicherlich auch das Wachstum begrenzen. Ansonsten hilft wirklich alles sparen nicht, weil jeder Mensch, der dazukommt, hat dann automatisch ein Anrecht auf eine gewisse Wassermasse, die er oder sie verbrauchen kann. Kalifornien hat übrigens die stärksten Wasserrechte, was die anderen Staaten eigentlich gar nicht so mitbekommen haben. Das ist über die letzten 30, 40, 50 Jahre, dass Kalifornien immer wieder neue Verträge abgeschlossen hat und sich so die ältesten und stärksten Wasserrechte gesichert hat. So, Kalifornien ist somit am unteren Ende von dem Ganzen und natürlich, sage ich mal, wohnen hier auch die meisten Menschen und da ist auch wichtig, dass Kalifornien für sich selber, für seine eigene Zukunft die Wasserrechte gesichert hat. Aber das tut natürlich dann nichts Gutes unbedingt dafür, dass die anderen Staaten plötzlich in einer schwächeren Position sind. Und wenn dann dazu kommt, dass da Staaten wie Arizona oder Utah oder auch Wyoming Global Warming komplett ignorieren oder die Sparmaßnahmen, diese einführen, wo man dann um Liter spricht und nicht um Gallonen, die gespart werden können, wo einfach wirklich, ich sag mal, wischiwaschi Maßnahmen ergriffen werden oder vorbereitet werden oder verlangt werden, dann kann das alles nicht gut gehen. So, Kalifornien wird seine Wasserrechte durchsetzen, bis es irgendwann, sage ich mal, vielleicht sogar knallt. Also wer weiß das schon, ne? Dass irgendwann einer der Staaten, dieser Staaten plötzlich das Wasser absperrt und dann geht das alles hier erstmal richtig los. Ne? Also, Wasser Die Krise ist real. Den meisten Menschen ist es nur nicht so bewusst, weil das Wasser kommt ja aus dem Wasserhahn und der Pool hat immer noch genug Wasser und die Golfplätze sind grün und die Pools sind immer noch voll. Ne? Also wenn man dann entsprechend sich nicht um die anderen Menschen kümmert oder vom Gemeinschaftswesen her ein bisschen mitdenkt, dann ja, hat man das, was hier so in den USA dieser Individualismus ist, der dann seine Schattenseite zeigt, weil dann ist es nur noch, ich muss schauen, dass ich Wasser habe. Ich muss schauen, dass ich meinen Pool füllen kann, dass meine Pflanzen grün sind, dass meine Blumen schön blühen. So, und ich sag mal, das ist zwar Individualismus, aber ich sag mal, wenn man so ein großes Problem hat, ist das nicht sehr hilfreich. So, die Bundesregierung hier in den USA hat jetzt eine zweite Stufe Wasserbeschränkung eingeführt. Und das heißt, ab dem 01.01.2023 muss der Wasserverbrauch nochmal entsprechend reduziert werden. So, das ist die zweite Stufe. Die erste Stufe ist schon seit über einem Jahr gültig und da ist es schon entsprechend dann zu hohem Wasserverbrauch gekommen. So, jetzt muss man sich das Ganze mal in Zahlen angucken. Was verlangt jetzt die Bundesregierung, also hier die Federal Government in den USA, entsprechend an Sparmaßnahmen? So, als die erste Stufe in Kraft getreten ist, musste der Südwesten der USA 7 Milliarden Gallonen Wasser einsparen. So, das ist einfach das Mandat gewesen und ansonsten werden entsprechende Strafen fällig. So, jetzt wird diese zweite Stufe eingeführt, das sind dann nochmal 1,1 Milliarden Gallonen an Wasser, die eingespart werden müssen. So, wenn man sich im Endeffekt hinterher den Verbrauch anschaut, das verteilt sich schon recht gleichmäßig, ist also in der Hinsicht ein guter Schritt, aber wenn man im ersten Schritt 7 Milliarden macht und im zweiten Schritt macht man dann 1,1 Milliarden, naja, dann ist der zweite Schritt nicht so viel wert. Also da müsste man eigentlich schon überlegen, ob es nicht noch ein bisschen stärker geht. So, Arizona ist einer der Staaten, wo eigentlich so nicht das hohe Interesse am Wassersparen ist. Und die Stadt Phoenix ganz besonders, die hat da ein Ziel ausgegeben, von 1 bis 5% am Wasserverbrauch zu sparen. Das heißt, die Bürger sind aufgerufen, einfach etwas weniger Wasser zu verbrauchen. Und die Stadt Phoenix hat da auch Vorschläge gemacht, was man dann da entsprechend machen kann. So, die Vorschläge lesen sich eigentlich wie ein Witz, sag ich jetzt mal. So, was sagt denn die Stadt Phoenix da eigentlich ihren Bewohnern? Was soll man denn da tun? Also der erste Vorschlag, und das ist wirklich ganz ernst gemeint, man soll bitte alle Lecks entsprechend absichern, sodass kein Wasser mehr entkommen kann. Also wenn irgendwo Wasser rausläuft, irgendwo ein Loch im Schlauch oder was weiß ich, soll man das doch bitte abstellen und das Loch dann entsprechend, das Leck entsprechend zumachen. So, das ist der erste Vorschlag. Der nächste Vorschlag ist, dass man einen sogenannten Smart Water Controller einsetzt, also einen Sprinkler-Controller, der das Sprinklersystem betreibt, der sich entsprechend an der
Wettervorhersage orientiert und dann, wenn es zum Beispiel geregnet hat, entsprechend nicht wässert. So, jetzt muss man sich überlegen, ja, Phoenix und Wüste, na klar, regnet es da auch mal, aber im Großen und Ganzen wirklich, wenn es da mal regnet, dann soll dieser Smart Controller helfen, Wasser zu sparen. Ne? Also ich sag mal, das ist kein Wassersparen in der Hinsicht, das ist wirklich Verarschung. Ne? Und dann stellt die Stadt Phoenix auch noch einen Online-Rechner zur Verfügung, an dem man dann mit der Anzahl seiner Haushaltsmitglieder errechnen kann, was denn die optimale Wassermenge ist, die man verbrauchen sollte. So, das sind so die drei Hauptvorschläge, die Stadt Phoenix entsprechend ihren Bürgern gegeben hat. Und naja, da kann man sich entsprechend vorstellen, da wird nichts mehr rauskommen, ne? Also zwischen 1 und 5%. Also ich sag mal, wenn man jetzt sagen würde, okay, alle Neubauten müssen wassersparend Toiletten eingebaut haben, die dann nur eine gewisse Menge an Wasser verbrauchen können, dass keine neuen Rasenflächen angelegt werden dürfen, dass Pools entsprechend nicht mehr angelegt werden dürfen oder dass man da vielleicht mehr fürs Wasser bezahlen muss. Also das wären so Schritte, wo man zum Beispiel wirklich Geld und Wasser entsprechend dann zusammenpacken kann und sagen kann, okay, wenn ihr Wasser verbraucht, dann wird es teuer. Wenn ihr Wasser mehr verbraucht als der vorgegebene oder der vorgeschlagene Betrag oder Menge an Wasser, dann wird es halt richtig teuer. Also mit den Vorschlägen, die Stadt Phoenix da hat, kann man nicht viel anfangen, ist wirklich ein Witz. Also ich sag mal, ist dann schon erschreckend. Brachte eben schon den Lake Mead ins Spiel. Das ist der große Stausee außerhalb Las Vegas. Ist ein Naherholungsgebiet und naja, das Wasser, die Wasserstände sind seit Jahren am Fallen. Es ist so weit am Fallen, dass wirklich da versteckte Leichen jetzt wieder zum Vorschein kommen und auch Städte, die damals vom Stausee verschluckt worden sind, auch langsam wieder zum Vorschein kommen. So, die Wasserhöhe im Lake Mead ist schon relativ kritisch. Da fehlt also nicht mehr viel, dass irgendwann der Hoover Dam nicht mehr genügend Wasser hat, um die Generatoren zu betreiben, um Strom zu produzieren. So, die rechnen jetzt für das nächste Jahr mit weiteren 7 bis 8 Metern über den ganzen Lake Mead hinweg, dass der Wasserstand sinken wird. So, und das ist schon dramatisch. Wir sind, glaube ich, vielleicht noch 35 oder 40 Meter vom Wasserstand entfernt, dass die Generatoren da keinen Strom mehr produzieren können. Also die Lage am Lake Mead ist schon ziemlich erschreckend und auch Lake Powell, wer da gewesen ist, weiß, wie schön der See eigentlich ist. Wer vor allem jetzt vor 20 Jahren oder länger schon da gewesen ist, der weiß, dass damals schon eine Wasserknappheit herrschte. Und naja, es ist also heutzutage noch wesentlich schlimmer. Ich werde mal ein paar Bilder einblenden entsprechend hier oder habe das auch schon gemacht im Video, dass einem wirklich bewusst wird, wie schlimm die Wassersituation im Westen ist. Und naja, wenn sich diese 7 Anrainerstaaten da schon nicht einigen können, was kann man dann entsprechend von der Bevölkerung erwarten? Also es sind wirklich, ich sag mal, jeder Einzelne ist in der Verantwortung, da etwas zu machen, aber es wird halt entsprechend nicht groß publiziert. Es taucht sicherlich mal hier und da in den Nachrichten auf, aber insgesamt, ich sag mal, es gibt keinen Druck, da auch nur irgendwas zu machen. Und die Fliege, weg damit. Die würde ich jetzt ertrinken, wenn ich Wasser hätte. Ne? Also, Scherz beiseite. Naja, also, Südwesten der USA, landschaftlich unheimlich toll, das Klima ist unheimlich toll. Das größte Problem ist einfach das Wasser. So, und da sollte man sich mal wirklich überlegen, wenn man in die USA auswandern will, ist das noch die richtige Ecke, um dahin zu gehen? Also ich weiß, dass viele Leute, die in Immobilien investieren, sich mittlerweile sehr danach richten, wo gibt es denn noch genügend Wasser? Und dass da im Großen wirklich so der Trend ist, weiter nach Norden zu gehen, weg aus dem Südwesten. Klar, sind hier auch noch viele Immobilien, wo viele Leute investieren. Aber es gibt da einfach Leute, die schon 10, 20 Jahre vorausdenken und einfach erkennen, dass solange nichts passiert, haben wir irgendwann nicht mehr genügend Wasser hier. Und dann wird es passieren, dass in Las Vegas zum Beispiel oder in Phoenix das Wasser abgedreht wird oder es kommt nur ein Tröpfchen aus dem Wasserhahn und man kann nicht mehr duschen, Trinkwasser muss man kaufen. Und was ist dann eine Immobilie noch wert, wenn man sie da besitzen sollte? So, jetzt habe ich mir die Sonne hier ganz schön auf den Kopf brennen lassen, werde jetzt reingehen und erstmal wieder was Kühles trinken. Aber die Frage an euch natürlich, was sind eure Gedanken bezüglich der Wasserkrise? Und was denkt ihr, können die Amerikaner es schaffen, mit Technologie und Ähnlichem den Wasserverbrauch A zu kontrollieren, aber auch dann mit entsprechend das Wasser besser aufzuteilen oder andere Möglichkeiten zu finden, damit der Südwesten nicht ganz vertrocknet? Also, würde mich gerne über eure Kommentare freuen. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, immer einen Daumen hoch und dann sehen wir uns nächste Woche im nächsten Video. So, schöne Grüße aus Kalifornien, bis demnächst. Tschüss!